Hallo Zwergenfreunde, willkommen zu meinem Let's Play von Legend of Grimrock. Ja, wie ich bereits in meinem News-Video angekündigt habe, wer es gesehen hat, ist mein neues Projekt Legend of Grimrock ein netter Oldschool Dungeon Crawler. Für diejenigen, die nicht Dungeon Master kennen oder Eye of the Beholder, die werden sich hier schnell zurechtfinden. Die anderen, ich hoffe, ihr habt wieder trotzdem gefallen an dem Projekt. Ja. Und zwar werde ich nicht hier einfach mit einem New Game das normale Spiel neu beginnen, sondern da dies ein Indie-Spiel ist, gibt es hier die Custom Dungeon Funktion, wo Leute selbst erstellte Dungeons spielen können. Und zwar werde ich Legend of Grimrock Master Quest spielen. Die Master Quest Mod. Das ist eigentlich das normale Spiel selber. Also wie wenn ich auf New Game mache, nur sie haben den Dungeon etwas verändert. Das mache ich deswegen, weil ich kenne den normalen Dungeon schon ziemlich auswendig, weil ich ihn schon so oft gespielt habe, beziehungsweise ein paar zu viele Let's Plays davon gesehen habe. Naja, gut. Also, wir starten mit The Legend of Grimrock Master Quest. Gut. Jetzt kommen wir in das New Game Menü. Wir nehmen den Difficult schwierig, weil auf normal ist es teilweise etwas zu einfach. Deswegen nehmen wir schwierig, um auch eine Herausforderung zu haben. Und sagen Create Characters, weil ich will nicht die vordefinierte Gruppe. Und Old School lasse ich für das Let's Play auch mal aus, weil das macht eigentlich nur die Automap aus. Und die könnte ich gut gebrauchen während des Let's Plays. Sonst irre ich da stundenlang durch die Gänge und weiß nicht, wo ich hin muss. Das wäre dem Let's Play und euch auch nicht, glaube ich, auch nicht so praktisch. Also, dann legen wir mal los mit der Charaktererstellung. Ja, das hier ist das Charaktererstellungsmenü. Hier an der Seite sehen wir schon, wir müssen 4 Gefangene erst uns mal erschaffen. Und anfangen tun wir natürlich mit mir, mit dem Brenno hier. So. Wir sind natürlich ein Krieger, aber wir wollen ein anderes Porträtbild. Ihn hier. Der passt ein bisschen besser zu einem Zwergennamen, finde ich, als er hier ohne Bart. Ja, gut. Also, als nächstes vergeben wir die Attribute. Man sieht, wir haben 10 Punkte und er ist natürlich Kämpfer, also braucht er Stärke. Und Vitalität geben wir mal 5 Punkte auf jedes. So. Als nächstes haben wir hier drüben die Skills. Und zwar haben wir Athletik, Rüstung, Äxte, Streitkolben bzw. Hämmer, Schwerter und unbewaffnet. Er hier wird ein Faustkämpfer, also gebe ich alle Punkte in unbewaffnet. Da sieht man schon hier unten in dem Feld, wenn ich drüber fahre, mit 4 Punkten unbewaffnet hat er 1 Geschicklichkeit gekriegt. Das ist halt so, je mehr Punkte man da drin kriegt, desto mehr Fähigkeiten schaltet man frei. Also im Augenblick sieht man nur 3, aber nachher kommen noch mehr, wenn man im Spiel ist. Das zeige ich euch aber gleich. Dann fehlen hier noch die Traits, also die besonderen Eigenschaften. Und zwar kriegt er erstmal Fistfighter, dadurch macht er mit seiner Faust mehr Schaden. Seht mal, hier ist die Attack Power gleich mal verdoppelt worden. Und er kriegt Tough, beziehungsweise ich gebe ihm lieber, wo ist es denn, Healthy für 2 mehr Vitalität. Und dann kann ich ihm ja 1 Vitalität wegnehmen und ihm noch 1 Stärke geben, so, da ist das ausgeglichener. Ja, obwohl, nee, bleiben wir so. Dass er etwas mehr aushält und Attack Power hat er sowieso mehr. Gut, das war unser Brenno hier. Den nächsten nenne ich Tharion. Und zwar habe ich mal eine DSA-Gruppe zusammengestellt für die Nordland-Trilogie und ich bediene mich jetzt einfach den Namen aus dieser Gruppe. Das habt ihr natürlich nicht gesehen, aber das Spiel, was aber ich nehme einfach die Namen daraus. Die habe ich mir nämlich dann eine Weile überlegt und die finde ich recht gut für und passen auch für das Spiel. So, er wird natürlich auch wieder ein Krieger für die Frontreihe. Kriegt genauso Stärke und Vitalität. Aber er kriegt Streitkolben. So. Deswegen können wir ihm einen Vitalität auch wegnehmen. Denn er kriegt einmal athletisch. Dadurch hat er mehr Stärke. Und er kriegt auch Healthy. So.
Dadurch hat er sogar etwas mehr Leben. Obwohl, der hat genauso viel Leben. Nee, dann machen wir ihm doch lieber Tough. So. Dann hat er etwas mehr Leben als ich hier. Aber ist auch gut so. Ich mache ein bisschen mehr Schaden am Anfang als er. Als nächstes kommt eine Diebin. Und zwar heißt sie Talisa. So. Talisa braucht auf jeden Fall viel Geschick. Und zwar maximales Geschick und Vitalität. So. Zuerst gebe ich ihr nur Dodge, weil ich mich noch nicht richtig entschieden habe, ob ich nachher festlege. Weil sie kann Assassination, das ist erstmal Gegner halt von hinten angreifen. Sieht man da unten, wenn sie 8 Punkte drin hat, lernt sie Backstabbing. Da kann sie einen Gegner doppelten Schaden von hinten machen. Dolche eben. Dann halt Geschosswaffen, also Bögen und Armbrüste, Wurfwaffen und unbewaffnet. Also Dolche und unbewaffnet ist aus der zweiten Reihe ein bisschen schlecht. Das erkläre ich aber nachher warum. Vielleicht gehe ich entweder auf Missile oder Schusswaffen oder auf Wurfwaffen. So, aber jetzt kriegt sie erst einmal agil, dass sie mehr Geschicklichkeit hat. Und sie kriegt noch Evasion, dass sie besser ausweichen kann. Sie hat ziemlich hohen Evasion-Wert jetzt. Wir anderen haben 0. So. Und die letzte Magierin. Unsere Magierin Elana. Sie ist unsere Magierin. So. Hier sieht man, die Magier haben folgende Skills. Luft, das ist halt Blitzmagie. Erde ist Giftmagie. Feuer ist Feuer eben. Und Eismagie. Spellcraft ist so das Allgemeine, was jeder Magier eigentlich braucht. Und dann haben wir noch Stabverteidigung. Das brauchen wir aber eigentlich nicht, weil sie ja eh hinten steht und nicht so oft getroffen werden sollte. Wir geben 3 Punkte in Eismagie, weil sie soll unsere Eismagierin sein. Damit sehen wir, wir haben da unten schon mal den ersten Spruch freigeschalten, bei dem aber noch Fragezeichen steht. Und schon mal den ersten Punkt in Willpower, dass ihr gleich beim ersten Level habt, die anderen diese beiden Sprüche da, die bei 5 stehen werden. Skills kriegt sie auf jeden Fall Aura, dass sie mehr Energie hat. Auch nebenbei Willpower müssen wir hochschrauben und Vitalität, so. Dass sie mehr Energie hat und Strong Mind, dass sie mehr Willpower hat. Die Willpower eben, ist, wie viel Energie ist, erhöht halt noch die Energie und auch ich glaube auch ein bisschen die Zauberkraft. So, damit haben wir die Gruppe zusammen. Sind alle soweit fertig? Ja. Dann würde ich sagen, starten wir ins Intro. Mount Grimrock. Ein turmartiger Felsen ragt über die Wolken. Ein verwitterter Stein, der schon seit Zeitaltern hier steht. Länger als die Geschichte der Menschen niedergeschrieben wurde. Es ist ein verlassener Ort. Nur, man erinnert sich nur an ihn, wenn es darum geht, Dinge loszuwerden oder zu vergessen. Ein Luftschiff kämpft darum, das Gleichgewicht zu halten, während es auf die Spitze des Felsens zusteuert. Vier Gefangene, gefesselt durch schwere Ketten, verlassen das Luftschiff. Der Rat beschuldigt sie schwerster Verbrechen. Doch bei der Gnade des Königs werden ihre Verbrechen auf der Spitze des Mount Grimrocks vergessen werden. Ihr letzter Pfad liegt vor ihnen. Unzählige Gefangene haben ihr Pardon hier oben auf der Spitze haben hier ihr Pardon erhalten, aber sie sind nie zurückgekehrt, um in Freiheit zu leben.
Sie sind auf der Spitze der Welt und unter ihnen liegt nur Dunkelheit und Gerechtigkeit. Als sie in das offene Mund, als sie in das offene Maul des Felsens gestoßen wurden, wurden ihre Verbrechen vergeben. Jeder vor ihnen verschwand in den Gedärmen des Berges. Aber bist du bereit, sie durch die Dunkelheit zu führen und in die Freiheit, die am Fuße von Mount Grimrock auf sie wartet? Legend of Grimrock Master Quest. Ja, und jetzt geht's los. Aua. Okay, das ist schon mal neu, dass wir uns gleich die Füße brechen. Und ja, ich werde ein paar Mal wahrscheinlich sagen, was die Unterschiede zwischen dem Originalspiel und jetzt hier der Dungeon Master Mod sind. Unter anderem das riesige Loch. Früher war hier nur ein kleines Loch, so ein Feld groß. Und das mit den Säulen hier ist auch neu. Okay, wir sind in Legend of Grimrock im ersten Raum. Und sind schon mal gut verletzt. Wir haben hier unsere Charaktere. Jupp, zeige ich mal kurz. Also die Inventare unserer Charaktere. Sie tragen alle nichts, abgesehen von ihrer Unterwäsche zum Glück. Die sind also nicht ganz nackt, vor allem die Damen nicht. Hier haben wir das Charaktermenü, also hier sind die ganzen Stats drin. Wie viele Erfahrungspunkte wir schon haben. Lebensenergie, Lebenspunkte und Energie und natürlich die Nahrung. Das ist ja ein Dungeon Crawler, das geht nicht ohne Nahrungsleiste. Resistenzen. Und so weiter. Und hier sieht die Skills. Und wenn man hier mal über einen Skill fährt, sieht man, dass da jetzt auf einmal einiges mehr zu sehen ist. Also es geht bis 50 runter. Und wir haben also noch einen weiten Weg vor uns bei diesen Skills. Aber gut. Jetzt wollen wir uns erst einmal hier umsehen. Was ich mich noch erinnern kann, hier ist schon das erste Geheimnis. Und zwar war hier eigentlich ein Knopf an der Wand, der die Wand hier geöffnet hat. Das ist ein Geheimnis, an das ich mich noch gut erinnere. Ah, da ist er, der Knopf. Den haben sie schon mal dahin verschoben. Und hier drin haben wir das erste Secret. Okay, eine Schleuder. Und Schuriken. Ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Sind die hier aus der hinteren Reihe schon mal bewaffnet. So. Hier haben wir die erste Schrift. Also, wenn man so hingeht, sieht das nur nach Gekrakel aus, aber wenn man draufklickt, die Jungs, die Gruppe kann das lesen, was da steht. Wähle dein Schicksal. Verschwinde in dieser Zelle oder nimm die Fackel. Also nehmen wir die Fackel. Nehmen sie mit, dass wir sehen können, wohin wir gehen. Okay. Das hier ist Mount Grimrock. Fackeln sacken wir erst einmal brav ein, weil die gehen mit der Zeit aus. Und das wäre doof, wenn wir dann im Dunkeln dastehen. So, hier haben wir unsere ersten Sandalen. Die geben 1 Protection, ist nicht gerade viel, aber besser als nichts für den Anfang. Besser als 0. Und dann öffnen wir mal hier das Tor. Sieht man auch schön den Effekt mit der Kette. So, gehen hier weiter. Hier haben wir schon mal ein Kraut. Eine Höhlennessel und unsere erste Waffe, ein Buttermesser. Fackel nehmen wir mit und öffnen mit dem Hebel das Tor. Er hier braucht ja keine Waffe. Oh, ein Stein für die Schleuder, weil er ist ja Faustkämpfer. Und das hier ist eine Druckplatte. Wenn wir drauf gehen, passiert irgendwas und meistens, wenn wir runtergehen, passiert das, wird das rückgängig gemacht, was da passiert. So. Hier ist nichts soweit. Und hier ist ein Schlüssel.
Den können wir ihn erstmal in die Hand geben, weil er hat gerade nichts in den Händen. Wir könnten sogar theoretisch, nein, können wir nicht mit dem Schlüssel zuschlagen. Dachte ich, das ging mal, aber geht wohl nicht. Und noch ein Stein. Und dann können wir hier mit dem Schlüssel das Tor öffnen. Und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Und hier ist schon eine Inschrift, hier steht endloser Felsen. Yep. Das ist eigentlich der erste Hinweis darauf, dass wir auf solche Details hier achten müssen. Weil hier ist ein loser Felsen. Und wenn wir den drücken, geht eine Wand auf. Genau. Und da haben wir schon den Schlüssel, den wir hier brauchen. Können wir hier öffnen. Und uns weiter umsehen. Aber ich denke, bevor wir das machen, speichere ich erstmal. Und wir sehen uns dann gleich.